Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video damit beschäftigt, wie man Exceptions schmeißt. Und jetzt geht es in diesem Video darum, natürlich, wie man diese Fehler verarbeitet, die ja sonst eigentlich zum Absturz des Programms führen würden. Ja, und die Lösung des Ganzen ist ein sogenannter Try-Catch-Block, wie ich Ihnen schon im letzten Video angesprochen habe. Das heißt, das jetzt hier mal so aus und schauen uns mal genau an, wie dieser Try-Catch-Block aussieht. Also wir haben hier den Try-Block mit dem Schlüsselwort Try angefangen, ansonsten folgt auf dieses Schlüsselwort nichts. Wir haben dann geschweifte Klammern genutzt, um eben einen neuen Block, einen neuen Scope aufzumachen. Und innerhalb von dieser rufen wir jetzt Funktion A auf. Was nützt uns der Try-Block? Und der sagt eben, wenn innerhalb des Try-Blocks eine Exception auftritt, bei einem Aufruf in die nächste Funktion oder eben indirekt über eine weitere Funktion, die wiederum von A aufgerufen wird in diesem Fall, dann kann eben dieser Catch-Block zur Behandlung dieser Exception genutzt werden. Was heißt das? Wir haben hier eben nach diesem Try-Block den sogenannten Catch-Block. Und wir sehen auch, der kann nicht alleine stehen. Wenn ich das hier mal auskommentiere, dann sagt sofort der Compiler, hier muss aber bitte ein Try noch davor sein. Deswegen nehme ich hier den Kommentar gleich wieder weg. So, und der Catch-Block hat jetzt eben hier eine Parameterliste, mehr oder weniger Parameterliste, wo wir eben angeben können, welcher Exception-Typ hier erwartet wird. Und auch der Catch-Block hat sozusagen hier mit geschweiften Klammern danach einen Scope. Und wir machen hier eben innerhalb dieses Catch-Blocks dieses im Catch-Block von Main diese Ausgabe auf der Konsole und schreiben dann auch noch die Exception mit raus. Machen dann noch eine Leerzeile und schauen uns jetzt mal den Verlauf der Sachen an. Und vor allen Dingen, welche Ausgaben jetzt auf der Konsole landen. Also wir gehen in Funktion A und wir lösen jetzt hier eben in A vor B auf der Konsole aus und gehen jetzt in Funktion B und jetzt fliegt unsere Exception. So, wir sind jetzt sofort hier im Catch-Block gelandet. Sehen Sie das? Also es war uns irgendwie klar, dass diese Ausgabe hier nicht mehr funktionieren kann. Die ist ja auch vom Code-Unterstützungstool schwach markiert, einfach mit der Hinweis dazu, dass dieser Code nicht erreichbar ist, da sofort davor immer eine Exception fliegt. So, dann haben wir hier aber jetzt sofort diesen Catch-Block, geben aus, was in diesem Catch-Block ist. Wir können uns hier übrigens auch die Exception anschauen, die hier eben diesmal gefangen wurde. Und sobald die Exception gefangen wurde, stützt das Programm auch nicht mehr ab. Das heißt, wenn ein Throw kommt und wir landen durch diesen Throw irgendwann mal in einem Catch-Block, dann gilt die Exception als behandelt und das Programm stürzt nicht mehr ab, wie man hier sieht. Es läuft ganz einfach weiter und wir sind hier am Ende eigentlich angelangt. Dennoch, es ist wichtig, dass Sie das hier verstehen. Wir sind hier in A vor B. Das war diese Ausgabe. Und jetzt müssen wir mal schauen, gibt es eigentlich auch in A nach B? Und der Punkt ist, das gibt es nicht. Ja, wir kommen direkt hier in A vor B, sobald die Exception in B geschmissen wird, wieder zurück in den Catch-Block von Main.
geben hier eben diese Ausgabe aus, dann die Exception und dann in Main nach A. Wir waren sozusagen nie an dieser Anweisungsstelle. Wir haben hier ein Console-Write-Line, das ist wichtig. Das ist nicht wichtig, das ist auch bloß zu Demonstrationszwecken. Aber hier könnte echt wichtiger Code stehen. Und Sie müssen sich einfach klar sein, wenn die Exception auftritt, das schauen wir uns auch nochmal hier im Skript an, dann sucht er wirklich nach dem ersten Try-Catch-Block hier direkt, wo die Exception ausgelöst wird. Das ist aber total unüblich, dass man das genau dort schreibt. Das sollte man auch nicht machen. Sondern er geht hier eben zur Funktion A hoch. Findet er auch hier keinen Try-Catch-Block, wie davor, geht er jetzt hier eben zur Funktion A zurück und sieht, aha, hier bin ich in einem Try-Block ausgelöst worden. Dann eben kommt das Schlüsselwort Catch und hier dieser Exception-Typ. Und wichtig ist, dieser Exception-Typ muss genau zu dem Exception-Typ passen, der eben hier geworfen wurde. Ich sage jetzt gleich mal dazu, Exception ist, also diese Klasse, die wir hier benutzen, System.Exception, ist eben die Basisklasse aller Exceptions. Es ist eigentlich nicht üblich, dass wir direkt Exception instanziieren und dann Throw mit Throw diese Exception auslösen, sondern wir benutzen eigentlich immer eine Subklasse und diese Subklasse kann spezifische Daten eben mitliefern zu einem Fehler. Also beispielsweise, wenn eine Format-Exception aufgetreten ist, könnte da eben drinstehen, warum dieser Fehler aufgetreten ist. Format Exception heißt eben, dass wenn wir beispielsweise einen String in einen Int konvertieren wollen und der String stellt gar keine Zahl dar, keine valide, dann kann eben eine sogenannte Format Exception auftreten. Schauen wir uns später nochmal genauer an. Und wir würden, wenn hier eine Format Exception rein hypothetisch mal geschmissen wird, dann würden wir eben hier oben auch bloß Format Exception angeben. Und wir würden auch bloß in diesen Catch-Block kommen, wenn es sich wirklich um eine Format-Exception handelt. Ist es eine andere Exception, würden wir nicht in diesem Catch-Block handeln und dann gilt diese Exception auch nicht als eben gelöst oder behandelt, besser gesagt. Okay, wir sehen aber trotzdem, diese Zeile Code wird nicht ausgeführt und das ist wichtig. Exceptions sind beeinflussen den Kontrollfluss eines Programms. Und das muss man einfach wenn man Exceptions auslöst und fängt, mit beachten. Was kann alles nicht ausgeführt werden, wenn an einer gewissen Stelle eine Exception fliegt? Ansonsten haben wir uns eben diesen Try-Catch-Punkt angeschaut und eben über diesen Mechanismus kann man Exceptions behandeln und somit das Programm vom Absturz bewahren. Gleich die Faustregel noch danach. Es sollten niemals ein Programm wegen einer Exception abstürzen. Niemals. Das ist für den User, der ihr Programm benutzt, eben ein Usability-Problem. Er versteht nicht, warum das Programm jetzt plötzlich abgestürzt ist, weil eine Exception teilt eigentlich nur interne, im Code aufgetretene Fehler mit. Wir können uns ja auch noch mal kurz überlegen, wie wäre es denn, wenn wir keine Exceptions benutzen würden, sondern eben sagen, wir geben über den Rückgabetypen beispielsweise einer Funktion immer einen sogenannten Fehlerstatus mit. Was das nach sich ziehen würde, wäre eben, dass auch Funktion A immer überprüfen muss, ist jetzt Funktion B, ist die richtig ausgeführt? Wenn nein, dann muss ich eben auch ein Return False beispielsweise machen, sodass eben letztendlich dann Main weiß, oh, hier ist ein Fehler aufgetreten, dann bräuchten wir eigentlich auch ein Fehlerobjekt und so weiter. Und man sieht eben, wenn man Exceptions nicht benutzt, dann zieht sich Fehlerlogik, also oder Logik, die Fehler weitergibt oder tatsächlich behandelt, eben durch alle Funktionen durch. Und genau das umgeht Exceptions, weil wenn wir eine Exception auslösen, wird ja entlang des Callstacks gesucht, gibt es irgendwie einen Try-Catch-Block, der das Ganze eben behandelt kann. Und wir müssen in Funktion A keinerlei Fehlerlogik
irgendwie mit reinbringen und das verkürzt letztendlich wiederum unseren Code um einiges, weil normalerweise ruft man nicht wie in diesem Mini-Beispiel hier bloß zwei Funktionen auf, sondern eher mal so an die 80, 100, die sich auf dem Call-Stack befinden oder teilweise vielleicht auch mehr. Okay, also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wenn wir Exceptions, die geworfen worden sind, fangen möchten, nutzen wir den Try-Catch-Block. Bei diesem Catch-Block ist eben die Möglichkeit, dass wir hier den Exception-Typ angeben. Hier nehme ich die absolute Basisklasse für Exceptions, damit ich sie auch hier unten tatsächlich fangen kann. Was auch noch geht, das kann ich auch noch kurz zeigen, wenn wir nochmal kurz rausgehen, wenn wir mit diesem Exception-Objekt nichts machen möchten. Das ist ja eigentlich fast wie ein Parameter. Über dieses X kann ich dann eben hier direkt auf die Exception zugreifen und ich gebe sie ja hier letztendlich aus. Wenn ich das nicht machen möchte, kann ich das Ganze auch einfach so schreiben. Dann habe ich hier halt meine Fehlerbehandlung, die ist aber unabhängig von der Exception. Hier steht dann bloß noch der Exception-Typ für den Catch-Block, damit eben hier direkt in diesen Block gesprungen wird anhand des Typens der Exception. Und selbst das ist hier nicht notwendig, weil ja Exception die Basisklasse für alle Exceptions ist. Das heißt, ich könnte das Ganze auch einfach so schreiben. Das heißt, egal welche Exception ausgelöst wird, gehe immer in diesen Catch-Block. Auch das ist eine valide Schreibweise für das Ganze. Ja, im nächsten Video schauen wir uns dann an, welche .NET Exceptions es schon vorgefertigt gibt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald.